Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft in wenigen Minuten in Kiew auf die Ukraine. Das Freundschaftsspiel ist ein Test für die Europameisterschaft im nächsten Sommer. Kapitän der deutschen Elf ist zum ersten Mal Mario Gomez. 233 Tage vor dem Endspiel der Europameisterschaft hier an gleicher Stelle in Kiew testet Joachim Löw in der Ukraine. Der Bundestrainer steht zum 74. Mal an der Seitenlinie, feierte 51 Siege. Im 600 Millionen Euro teuren Olympiastadion wird es vor rund 75.000 Zuschauern auf deutscher Seite gleich das Debüt von Ron-Robert Zieler im Tor geben. Der 22-Jährige steht in der Startformation. Des Weiteren agieren Özil und Götze erstmals zusammen im Mittelfeld. Ein Experiment, das Aufschlüsse bringen soll, ob die beiden Edeltechniker gemeinsam harmonieren. Deutschland und die Ukraine standen sich bislang viermal gegenüber. Zweimal gewann die DFB-Auswahl, zweimal gab es ein Unentschieden.